Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland, hier für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute befinde ich mich mal mit meinem DK hier in der Garnison. Und zwar möchten wir ein paar Kisten hier öffnen. Ich habe hier ein paar große Kisten mit Bergungsgut und insgesamt 20 davon wollen wir jetzt einmal aufmachen. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Mittlerweile sehe ich alle Items, die ich noch brauche, wenn ich die Kisten drüber fahre, weil es jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so viele sind. Und ich brauche mit dem DK hier noch ein Schwert. Das gibt es anscheinend in allen drei Spezialisierungen. Zumindest steht es hier dran. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an und drückt mir die Daumen. Dann wären wir nämlich mit der Klasse tatsächlich fertig. Achso, ich könnte hier den Chat mal euch noch anzeigen. Dann sieht man das ein bisschen besser. Bei manchen Rüstungsklassen ist es ja so, dass man in einem bestimmten, in einer bestimmten Spezialisierung sein muss, um dann dementsprechend die Items kriegen zu können, wenn es dann Sachen sind mit Int, beziehungsweise mit Agi oder Stärke. Hier beim DK hast du ja nur Stärke-Sachen und da kannst du anscheinend alle Waffen in jeglicher Spezialisierung benötigen. Gut, wir haben einen Kopfschirm gekriegt, den brauche ich leider nicht, den habe ich schon. Ein paar von diesen Upgrade-Items haben wir bekommen, ein bisschen Ressourcen, ne, hier aus Warlords of Draenor, ein paar Stoffgeschichten, ein bisschen Leder, brauche ich alles nicht. Kann man natürlich im Hafer kaufen, aber ne, das bringt halt minimal Gold tatsächlich. Aha, der Pizza-Timer sagt, Pizza ist ready. Den muss ich irgendwann mal rausnehmen. Nämlich, glaube ich, irgendwann mal auf 18 Uhr gestellt. Leider erwartet mich heute keine Pizza. Sieht schlecht aus. Und so wie es aussieht, sieht es auch mit dem T-Box schlecht aus. Denn irgendwie kommen hier nur Garnisonsressourcen rum. Den Kopf, den kann ich mir eigentlich sonst wohin schieben. Den brauche ich auch nicht. Hier gut. Das hat leider nichts gebracht. Gibt keine Pizza und keinen T-Mock. Sad life hier, ich sag's euch. Naja. Ich werde dann wieder ein paar Kisten besorgen und bei den nächsten 20 hoffen wir mal, dass wir mehr Glück haben. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.